Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Valhalla. Ja, in der letzten Folge haben wir ja wieder mal erfolgreich ein Bündnis abgeschlossen und mal sehen, wo es uns jetzt hin verschlägt. So, Ich ja. möchte die Bündniskarte einsehen. Ich wollte gerade sagen, geküsst wird jetzt heute mal nicht. Das machen wir auch nur mal so zwischendurch. So, das wollten wir uns ja bis zum Ende aufsparen. Dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal so nach der empfohlenen Stärke. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt gerade haben, aber wir haben irgendwas über 200, glaube ich. Und gehen jetzt erstmal nach Eovorvik, glaube ich. Erzähl mir von Jovorvik. Oder so. Haitham sagt, dort gibt es drei weitere Ziele. Wenn das wahr ist, hast du Glück. Unsere alten Freunde Hjør und Jufina haben sich in Jovorvik niedergelassen. Beide hatten Rang und Einfluss in Nordwege. Vielleicht können sie wertvolle Einblicke in die Stadtpolitik geben. Das würde mir die Arbeit erleichtern. Was sagst du also? Ja, das, was ich vorher auch gesagt habe. Ich werde da mal hinreisen. Ich gehe gleich. Weißt du, wo ich Hjør und Jufina finden könnte? In einer neuen Stadt hört man sich am besten zuerst am Hafen um. Die Leute dort wissen mehr als ein gemeiner Bauer. Ja, so einfach ist das Ganze. Dann würde ich sagen, dass ich mich erstmal dahin begebe und euch dann gleich wieder hinzuschalte. Das muss Jovorvik sein. Der Orden der Ältesten lauert in den Straßen und Gassen. Meine alten Freunde Hjør und Jufina leben hier. Ja, die Frage ist jetzt nur, kann ich da runter springen? Sieht mir so nach so einem Haufen aus. Ja, perfekt. Okay, irgendwo hier müssen sie sein. Ich hoffe, da kommt jetzt nicht gleich irgendwo ein Sperrgebiet oder ähnliches. Im Haus, Hjør und außerhalb vom Jufina leben Haus. unweit des Hafens. Irgendwer sollte wissen, wo ich sie finden kann. Mit wem kann ich denn reden, Leute? Und warum ist das hier so am Leuchten? Dann nehmen wir doch direkt mal was von mit, ne? So, ich hoffe, die Leute reden dann trotzdem noch mit mir. Warte mal, da hinten kann ich mit jemandem reden. Nee, das ist draußen, oder? Mein Freund, kannst du mir helfen, ein paar Landsleute zu finden? Ich suche nach Hjør und Jufina. Hjør, den kenne ich. Seid ihr befreundet? Ja. Dann wirst du von mir keine Hilfe bekommen und sicher auch von keinem anderen Händler. Wenn du mich nun entschuldigst. Er wirkt verbittert. Hat Hjør ihm Unrecht getan? Ja. Was haben wir denn Und hier was noch? ist mit mir? Was ist mit meinem... Geh jetzt! Wir führen einen ordentlichen Hafen in Jovorvik. Du musst der Hafenmeister sein. Wie kommst du darauf? Alle hier hassen dich. Wie ich gerade deinem Freund dort erklärte, wenn deine Waren eingezogen wurden, musst du dich an den Rat wenden. Die Händler interessieren mich nicht, aber ich suche jemanden. Hjør und Jufina. Du kennst die beiden? Was hast du mit ihnen zu schaffen? Ich kenne sie, ja, aber es geht ihm trotzdem nichts an. Du steckst deine Nase in Dinge, die dich nichts angehen. Ich bin der Hafenmeister. Neugierig zu sein gehört zu meinem Beruf. So halte ich alles unter Kontrolle. Ich mache keinen Ärger, außer du suchst ihn. Ich wünsche nur, mit alten Freunden zu sprechen. In einem von Blumen umgebenen Herrensitz oben auf dem Hügel. Dort wohnen sie. Wie wäre es mit etwas Silber für meine Mühen? Wie wäre es, wenn ich dir die Zunge ausschneide? Vergiss, dass ich gefragt habe. Ein Herrensitz. Hjør und Jufina waren offensichtlich sehr erfolgreich. Jeder muss ja mal nachfragen können, ne? Gib Acht auf deinen Münzbeutel. Hier treiben derzeit Taschendiebe ihr Unwesen. Ui. Sollen sie es versuchen?
So, das Haus ist umgeben von... Das ist die dritte Kiste, die sie mir in dieser Woche nehmen. Erstmal gucken. Da oben muss ich hin. Die reden aber jetzt nicht zufälligerweise hier von dem Dingshaus. Hier. Das muss das Haus sein. Ist umgeben von Blumen. Okay. Und sogar mit... Oh Gott, warum ist das hier so weihnachtlich eingerichtet? Ach du Scheiße. Eieiei. Das Haus wurde geplündert. Und diese Leiche. Das ist weder Hjör noch Jufina. Das ist nicht gut. Also das ist gut, dass sie das nicht sind, aber... nein, geh nochmal rein. Nein, du sollst das untersuchen. Lass los. Rein, rein. Nein. Geh da rein. Geh da wieder rein. Boah. Hier gab es einen Kampf. Sieht aus, als wäre er draußen weitergegangen. Ja, aber hinter dem Haus, ne? So wie ich das mitbekommen habe, oder? Ja, der geht doch da runter. Schön, wenn ich noch was sehen würde. Da, Blutspuren. Blut, aber keine Leiche. Wohin sind sie gegangen? Ja, mach doch die Augen auf. Da vorne ist doch eine Leiche. Ist das einer der Diebe? Hm. Die Spur führt weiter. Fragt sich nur, in welche Richtung. Darum. Beim Blut des Hengris, halt auf! Was? Was? Wer ist da? Komm näher! Sofort! Keine Sorge! Ich bin es, Jufina. Eivor. Eivor? Was? Wer schickt dich? Gehörst du zu denen? Atme durch, Jufina. Du bist aufgewühlt. Du kennst mich. Ich bin eine Freundin. Wirklich? Du tauchst hier ganz plötzlich auf. Diese Leute wollten mich töten. Wolltest du mich unbewaffnet töten? Ich habe von Problemen in Jofovic gehört. Ich wollte nur helfen. Bei meiner Ehre. Es tut mir leid. Ich wollte nicht an dir zweifeln. Die letzten Wochen waren etwas angespannt. Wer waren die? Was wollten sie von dir? Sie wollten wohl das hier. Ich weiß nicht, was das ist, doch diese Männer waren bereit, dafür zu töten. Ein armer Mitstreiter Christi. Du kennst ihn? So einen Brief habe ich schon einmal gesehen. In London. Diese Stadt ist in großer Gefahr. Wo ist Hjör? In der königlichen Halle. Ich bringe dich hin. Zieh die Haube auf. Es ist womöglich nicht sicher. Hier lang. Ja, na toll. Das finde ich jetzt aber nicht gut. Wieso ist hier denn jetzt Misstrauensgebiet? Sie suchen immer noch nach mir. Runter. Wir schleichen uns vorbei. Die weiß schon, dass ich da nicht so nah rangehen kann. Wir machen es anders. Das Problem ist nur, kommt die jetzt mit? Wo muss ich denn überhaupt hin? Ja, zeigt mir jetzt nur sie an. Wie soll ich denn mit ihr mitgehen? Das ist doch scheiße, sowas. Och, die ist jetzt nicht ernsthaft zu dämlich und hat die angegriffen, oder? Muss das sein? Ja, so viel dann dazu, ne? Ich sehe niemanden mehr. Gehen wir weiter.
hier lang. Ich sehe niemanden mehr. Da kommt nur eine ganze Truppe angelaufen. Ja, was soll ich denn sonst machen, wenn du mitten reinläufst? Selten blöde Kuh, echt. Was wird das denn? Ja, was wird das wohl? Ich umgehe wenigstens die Gegner im Gegensatz zu dir. Sagen, kommt die auch mal? So, wohin müssen wir jetzt? Muss ja nicht sein, dass die hier alles angreift, was hier kreucht und fleucht, ne? Ja, ich bin da. Jetzt lauf weiter. Sind wir sicher. Bei den Göttern, Eivor, du hättest zu keiner besseren Zeit kommen können. Nenn es Schicksal. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege noch einmal kreuzen. Jedoch hatte ich etwas Ruhigeres im Sinn. Wir sind einem Problem entflohen, nur um uns in einem anderen wiederzufinden. Während König Rixige von seinen Geldsorgen vereinnahmt wird, hat sich eine Gruppe namens Rote Hand hier nach Gutdünken breit gemacht. Waren das die Angreifer? Ja und nein. Das waren Banditen, aber irgendwer hat sie unter Kontrolle. Such nicht weiter als bis zu den Namen in diesem Brief. Sie zu töten ist der Grund, warum ich hier bin. Aber es sind Decknamen. Das könnte jeder sein. Der Schlamm in den Straßen tropft meist aus den Rinnen der großen Hallen. Sieh dir im Zweifel die Mächtigen an. Du meinst den Rat? Hjör ist Mitglied des Rats. Das könnte von Vorteil sein. Jemand, dem wir trauen und der uns Antworten liefern kann. Ja, wir sind beinahe da. Wo ist mir denn hin? Ach, da oben wahrscheinlich in die Halle rein, ne? Aber wenn ich wieder normal hinlaufe, dann werde ich wahrscheinlich gleich wieder angemeckert, dass ich sie nicht begleite. Das kennen wir ja schon alles. Na komm schon. So. Da ist Hör. Hör. Wo? Sieh, wer da ist. Es freut mich, dich zu sehen, alte Freundin. Herzlich willkommen hier in Jofovik. Es ist schön, dich wohl aufzusehen, Hjör. Euch beide. Was machst du hier? Du kommst doch nicht den weiten Weg nur wegen des Julfests. Ich bin hier, dich zu warnen, alter Krieger. Vor einer Fäulnis in deiner Stadt. Drei Personen, korrupt und gefährlich. Wir sollten zusammenarbeiten, um sie ins Licht zu zerren und zu töten, bevor sie die Macht an sich reißen. Wenn ich helfen kann, bin ich bereit. Nicht so hastig, Eivor. Wir können nicht einfach in der Stadt herumstochern und morden, wie es uns beliebt. Die wollten mich töten, Hjör. Was? Diese Leute schickten die Rote Hand nach ihr aus und wollten ihre Spuren mit Blut in deinen Straßen verwischen. Doch es misslang. Dieser Brief wurde an unser Haus gesendet. Die Nadel? Die Feuerprobe? Die Kammer? Na. Sie gehören zu einer Gruppe namens der Orden der Ältesten. Dies sind ihre Decknamen. Unsere Spur. Hör auf sie, Hjör. Sie hatte bereits mit diesen Leuten zu tun. Unheil ist nach Jofovik durchgesickert. Doch König Rixige hat alle Hände voll zu tun. Und daher auch ich. Jeder Rat in dieser Hinsicht wird auf taube Ohren stoßen. Das interessiert mich nicht. Alles, was ich euch gesagt habe, bleibt unter uns dreien. Aber ihr solltet mich dem König vorstellen. Ich muss mit ihm übereinkommen, wenn wir uns hier frei bewegen wollen. Die Pikten gewinnen diesen Krieg. Wir sollten jede Unze Silber zusammenkratzen, um Nahrung für unsere Männer zu besorgen. Verstanden, lieber Faravid. Aber wir haben auch eine Verantwortung der Stadtbevölkerung gegenüber. Das Julfest muss weitergehen. Genug! Je mehr ihr streitet, desto stärker schmerzt mein Schädel. Tja, ich wusste nicht, dass wir Gesellschaft haben. Noch dazu solche, die ich nicht billige. König Rixige, ich bin Eivor vom Rabenclan. Nun, Eivor vom Rabenclan, wie du siehst, bin ich gerade sehr beschäftigt. Hjör hielt es wohl für angebracht, dass du mich unterbrichst, vermutlich weil er es nicht besser weiß. Wieso?
Es gibt ein Problem in Jovorwick. Ja, ich sehe es mir gerade an. Eine Freundin wäre fast deswegen gestorben. Jufina wurde von der Roten Hand angegriffen. Sie plünderten ihr Haus, zerstörten ihr Eigentum und jagten sie durch die Straßen. Diese verdammten Schurken wieder. Sie lebt, doch die Rote Hand wird zu einem immer größeren Problem. Und was hast du damit zu tun? Bist du eine Art Mietklinge auf Wanderschaft? Nein, das ist Jarl Sigurds Dränge. Sie besetzen unser altes Lager am Nene, wenn ich mich nicht irre. Ich bin Faravid, Heerführer von Halfdan Ragnarsson. Und dieser wohlgenährte Tunichtgut ist Audun, erster Greve von Jovorwick. Ich habe schon früher solche Aufständischen gesehen. Sie sitzen, sie warten. Und sobald man seine Deckung vernachlässigt, sprießen sie wie Unkraut. Wenn wir nichts tun, werden sie euch Jovorwick unter den Füßen fortreißen. Das wollt ihr nicht. Und Halfdan auch nicht. Oh je. Also, was willst du? Sag mir, was du über die Rote Hand weißt, und ich befreie deine Stadt von ihnen. Du musst dich um nichts kümmern. Sie stecken ihre Hände in die Geldbeutel der ganzen Stadt. Ihre Ziele sind Edle, Händler und alle, denen sie etwas abpressen können. Und sie werden größer, wie du es sagtest. Vor dem Julfest würde ich mich nur ungern mit ihnen befassen. Wir können uns nicht leisten, einfach wegzusehen. Wenn wir nicht die Mittel haben, uns um die Rote Hand zu kümmern, dann soll Eivor es tun. Tu, was du kannst, aber tu es leise. Ich will nicht, dass die Öffentlichkeit Wind davon bekommt. Ja, stell die Mittel für Nahrung und Ale für Faravids Männer bereit. Und achte darauf, dass noch genug für das Fest bleibt. Aber wie gesagt, wir haben nicht... Dann treib sie auf. Ich habe gesprochen. Wer hat gesagt, ich soll mehr Silber finden? Wo denn? Im Hort eines Drachen? Die haben meistens Gold. Komm, ich bring dich zu Jufina. Sie wird wissen, wo wir anfangen können. Ich weiß nicht, ob das so lief, wie du es dir erhofft hast. Es lief gut genug. Rexige kommt mir nicht in die Quere. Niemand kann abstreiten, dass die Rote Hand erledigt werden muss. Sprich zu niemandem ein Wort. Das Geheimnis muss unter uns dreien bleiben. Aber ist ja schon ganz lustig. Ich meine, gut, Weihnachten fällt ja eh aus in Deutschland, aber wir hätten ja in 3 Wochen Weihnachten. Und wenn jetzt hier alles so weihnachtlich gedeckt ist, geschmückt ist, ist natürlich ganz lustig. Kann ich mit dir sprechen irgendwie? Stehst du mal auf oder so, dass ich mal mit dir dich mal ansprechen kann? Oder? Sag mal. Boah, also diese Bugs, die finde ich ja echt... Ah, vergib mir, dass ich nicht blieb. Diese Weitpinkel-Wettbewerbe werden mir langweilig. Meine Liebste, es tut mir so leid, was passiert ist. Ich hätte da sein sollen. Unsinn. Du hast Pflichten zu erfüllen. Außerdem sind ein paar Banditen wohl kaum ein Grund zur Sorge. Ich bin nur froh, dass du unverletzt bist. Eivor, ich bin in der Nähe, falls du mich brauchst. Sobald du den Schwanz gepackt hast, lässt du nicht mehr los. Alte Gewohnheiten sterben langsam. Hier ist anders. Weicher. Politik. Das treibt Nordmännern den Nordmann aus. Ich freue mich für ihn. Und für dich auch. Ihr habt wirklich etwas aus euch gemacht. Vielleicht. Was hast du da? Christliche Texte. Evangelien. Das Buch Kohelet. Die Offenbarung des Johannes. Die Rote Hand stiehlt alles, was sie finden kann. Wir haben zwar jetzt das Sagen in der Stadt, doch die Christen müssen ihrem Glauben nachgehen können, wie sie wollen. Das sieht die Rote Hand anders. Schlimmer noch, Audun fürchtet, dass sie sich bald die Archive vornehmen. Zwischen dem und dem Aufruhr im Hafen würde ich sagen, dass wir einige Spuren haben. Was will die Rote Hand mit den christlichen Texten? Das ist die Frage. Was auch immer, sie tun alles Erdenkliche, um sie zu bekommen. Sie haben sogar Menschen verbrannt, die sich weigerten, ihnen zu geben, was sie wollten. Wo befindet sich die größte Sammlung von Texten in dieser Stadt? In den Archiven. Jedoch waren sie noch nicht so dreist, dort anzugreifen. Audun hat diesen Ort ständig im Blick. Ich werde mich dort mal umsehen. Ich kam am Hafen vorbei, als ich hier eintraf. Der Hafenmeister wurde argwöhnisch, als ich nach euch fragte. Das überrascht mich nicht. Er hat Jovorwicks Geldmangel genutzt, um die Steuern zu erhöhen. Als wäre ihm das vom Rat befohlen worden. Hjör würde die Menschen nie so behandeln, selbst wenn Rixige es so wollte. Der Hafenmeister ist ein Dieb und ein Lügner. Vielleicht braucht er eine Tracht Prügel. Ich werde mich nochmal am Hafen umsehen. Probier es im Hafenspeicher. Dort werden die Waren der Händler festgehalten.
Ich mache mich gleich auf den Weg. Nein, ich brauche dich hier. Belausche die Stimmen in dieser Halle. Achte auf Zeichen. Jemanden, der sich verdächtig verhält. Alles. Ich würde das Herz eines Pferdes schlucken, um dich zu begleiten. Das weiß ich. Doch deine Treue ist der Grund, weshalb ich dich hier brauche. Sobald ich etwas finde, komme ich wieder. Ja, das nenne ich jetzt wirklich mal ein herzliches Willkommen, was wir erhalten haben. Oh, und wir haben wieder Fertigkeitspunkte bekommen. Das ist schön. Kommen wir hier eigentlich raus? Nein, nein. Doch, da kommen wir raus. Dann ist noch die nächste Frage, ob wir... Obwohl, naja, das ist so nah. Ich hoffe jetzt mal nicht, dass das Misstrauensgebiet ist hier. Kommen wir runter. So, perfekt. Das Archiv haben wir schon mal gefunden. Und irgendwo... Die Archive. Hier. Hier muss Audun die Papiere des Rates verwahren. Er ist nicht hier. Hm. Waffen und Vorräte. Aber nicht genug, um selbst das Kleinste Heer zu unterhalten. Ich sollte mich umsehen. Ja, und vor allen Dingen solltest du mir sagen, wo das Buch ist. Das ist über uns da. Moment, da muss ich nochmal eben gucken. Können wir da irgendwo rein? Ist da... ich verstehe. Also man kann von oben das Ding kaputt schießen. Von hier unten werde ich es wahrscheinlich... Ne, ich kann da zwar direkt dazwischen zielen, aber ich darf es von hier aus wahrscheinlich nicht treffen, weil das ja zu einfach wäre. Ja, das ist natürlich doof. Vor allen Dingen ist das unlogisch, weil ich sehe es, ich kann es treffen, aber ich darf es nicht. Ne, das funktioniert definitiv nicht. Das ist gesperrt. Schade. Dann gucken wir erstmal hier vorne. Okay, also, da ist noch was. Danke, Audun. Ich muss dann gleich damit los. Natürlich. Eivor, nicht wahr? Was führt dich in unser Archiv? Ich möchte mich nach diesen christlichen Texten erkundigen. Yuffina sagte, dass die Rote Hand sie stiehlt. Und sie zerstört. Ich fürchte, dass sie dieses Archiv als nächstes angreifen. Die Äbtissin bot mir an, die Texte in Sicherheit zu bringen. Sie arbeitet sehr sorgfältig an diesem Problem. Du beschämst mich, Herr. Ich möchte nur helfen. Äbtissin Ingiborg, dies ist Eivor, ein hochgeehrter Gast aus dem Süden. Eivor hat angeboten, dabei zu helfen, Jovorvik von der Roten Hand zu befreien. Kann ich etwas tun? Tja... Du sagst, du bringst die Texte in Sicherheit. Wohin genau? Vergib mir, Eivor, aber ich weiß nicht, was du als Fremde mit dieser Sache zu tun hast. Und daher zögere ich, dir zu vertrauen. Bei mir sind die Texte sicher. Ich werde alles tun, um sie vor der Roten Hand zu schützen. Ich bewundere deine Entschlossenheit. Doch solange die Rote Hand nicht zerschlagen wurde, sind die Besitzer der Texte in großer Gefahr. Die Rote Hand scheint zu wissen, wo sie diese Texte suchen muss. Vielleicht erhalten sie ja Hinweise. Kannst du dazu etwas sagen? Ihr wisst mehr, als ihr sagt. So viel ist klar. Die Äbtissin hat einen Verdacht. So sehr es mich schmerzt, das zu sagen. Ich vermute Schlimmes in der Pfarrei. Ich habe konspiratives Geflüster gehört. Und der Bischof. Er hat sich in der Pfarrei herumgetrieben und im Schutz der Nacht die Priester aufgesucht. Dann statte ich diesen Männern einen Besuch ab. Die Pfarrei befindet sich auf dem Weg zum Münster. Dort sollte ich nach dem Bischof suchen. Ja, aber ganz ehrlich, vielleicht wollte er sich ja auch nur mit dem begnügen, ne? Ja, aber wir sind ja nicht deswegen... Offizielle Schriftrollen, gestempelt mit einem Siegel. Okay. Ich habe gedacht, vielleicht kriegen wir da noch irgendwas Zusätzliches, aber offensichtlich nicht. Von hier aus kann man da auch nicht rein. Ich gehe mal stark davon aus, dass man auch nicht von der... Das macht mich kirre hier, dieses Geräusch die ganze Zeit. Ich gehe mal stark davon aus, dass man auch nicht irgendwie über ein Fenster oder sowas reinkommt. Ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt mit einem Sprengpfeil theoretisch wegschießen könnte. Das wäre sonst auch noch eine Möglichkeit. Das wäre jetzt zu einfach, wenn wir jetzt hier einfach hoch könnten.
Tja. Nee, ich denke mal nicht, dass wir hier irgendwas machen können. Also, wir können bestimmt irgendwas machen, aber ich wüsste jetzt so auf Anhieb nicht, was wir genau machen könnten. Und da ich das Ganze jetzt nicht noch unnötigerweise in die Länge ziehen möchte, ja, werde ich noch eben schnell zur Pfarrerei gehen. Oder Pfarrei, wie auch immer. Und werde mal schauen, was wir da alles noch so finden. Ich vermute mal, dass das große Gebäude ist da hinten. Das lag zumindest eben noch nicht im Misstrauensgebiet. Ich denke nämlich, dass das mit dem Misstrauensgebiet nicht ganz weg ist, also noch nicht ganz von der Hand ist. So, wo müssen wir hin? Da müssen wir durch. Und dann schauen wir mal, was wir hier finden. Hier ist die Pfarrei. Die Äbtissin sagte, dass sie Geheimnisse zwischen den Priestern und dem Bischof vermutet. Ja. Hier ist die Pfarrei. Ja, das hatten wir jetzt auch schon. Die Äbtissin sagte, dass sie Geheimnisse zwischen den Priestern und dem Bischof vermutet. Es ist so still. Wo sind denn alle? Das ist eine gute Frage. Moment, da ist aber... Da müssen wir hin, oder was? Oder müssen wir das nur erkunden? Ja, komm, beweg. Ja, ich hasse es, da durchzuschießen. Was hat die denn für ein Problem? Hi. Verschwinde! Genug! Lass mich in Ruhe, bitte! Warum zitterst und schwitzt du dermaßen? Die rote Hand! Sie sind überall! Bitte, ich will keinen Ärger! Sieht aus, als wären alle anderen geflohen. Also, was machst du noch hier? Ich warte auf den Bischof. Einer der Brüder sagte, er würde bald zurückkommen. Mehr weiß ich nicht, ich schwöre es. Wo finde ich diesen Bruder? Er hat sich eingeschlossen. In diesem Haus, dort. Was ist denn in diesem Haus dort? Ja, super. Und hier haben wir auch überhaupt nichts, was wir mitnehmen können, oder was? Willst du mich veräppeln? Ein schwaches Dach. Das ist schön zu wissen. Oh, ich schätze, da ist wohl Misstrauensgebiet, oder? Hilf mir. Sei meine Augen. Ja, in diesem Haus dort. Das war jetzt eine echt präzise Angabe. Achso, ich dachte, da kommt jetzt irgendwie ein grüner Pfeil rein oder so. Also ich gehe mal sehr stark davon aus, dass das jetzt hier Misstrauensgebiet sein wird, wo ich wahrscheinlich hin muss. Ich probiere es kurz aus. Nö, hier kann ich rein. Okay, Moment, 30 Meter, Entschuldigung. Das Haus des anderen Priesters hat ein schwaches Dach. Ich weiß ja nicht, was die mit schwachem Dach meinen. Ich habe doch keine Ahnung. Ach so, Moment, ich kann aber... Genau. Das ist schön, dass das ein schwaches Dach hat. Heißt das jetzt, ich breche dann da ein, wenn ich darüber... Dann versteckt sich jemand. Er wird wohl kaum herauskommen. Ich muss einen Weg hineinfinden. Oder ich schieße es einfach auf. Das geht bestimmt auch, oder? Nee. Ach so, da. Ich war gerade so fixiert auf das Kreuz, dass ich gar nicht gesehen habe, dass man hier oben schießen kann. Ich bin ja auch so doof. So, wo ist der Kerl? Hi. Du stinkst. Bist du schon lange hier, Priester? Für wen hältst du dich, dass du hier einfach eindringst? Das war mein Besitz, den du zerstört hast. Dann schließ das nächste Mal nicht die Tür ab. Genau, ich werde dich auslöschen. Nein.
Ich hörte, dass ihr Priester euch versteckt, seitdem einige christliche Texte verschwunden sind. Wovor versteckt ihr euch? Vor der Roten Hand, was sonst? Die tun einfach, was ihnen beliebt, und niemand rührt einen Finger dagegen. Ich suche den Bischof. Wo ist er? In seinen Gemächern. Er sagte, er kehrt zurück, sobald er eine Privatangelegenheit erledigt hat. Aber das ist einige Zeit her. Führ mich hin. Was hast du denn mit ihm vor? Sofort. Herr, vergib mir. Moment. Brauchen wir hier irgendwas Wichtiges von? Nee, nicht wirklich. Wo ist der Typ jetzt? Ach, Junge, wo bist du jetzt hingelaufen? Da oben ist aber noch was Grünes. Die Gemächer des Bischofs. Was riecht da so verbrannt? Ach, hier steht er. Verschlossen. Oh ja, es riecht sehr verbrannt. Das ist nicht gut. Das ist der Weg nach draußen, nehme ich mal an. Blut. Hier gab es einen Kampf. Oh je. Gütiger Gott! Der Bischof! Nein, ich kann nicht hinsehen! Oh, gütiger Gott! Muss du auch nicht. Ein Brief unter der Leiche. Achso. Er muss versucht haben, ihn zu verstecken, bevor er starb. Ugh, dieser Gestank. Er sieht aus wie Surts Scheiße. Verkohlter Brief. Mitbrüder des Lichts, mit schweren Herzen lege ich nun meine Aufgaben in Münster nieder. Die Schriften, welche wir dort bewahrten, wurden befleckt, und ich kann die Methoden der Äbtissin nicht länger dulden. Gott vergebe mir die Entweihung dieser heiligen Texte. Meine Brüder, höret aufmerksam zu. Die Kirche ist nicht länger ein heiliger, sicherer Ort. Derweil ich diesen Brief schreibe, fürchte ich um mein Leben. Der Zunder, vergesst diesen Namen nicht. Sie ist... Der Rest der Nachricht wurde verbrannt. Jemand wusste von den Gewissensbissen des Bischofs und tötete ihn, bevor er etwas verraten konnte. Das ist ein Geständnis. Der Bischof spielte eine Rolle bei der Zerstörung der Texte. Gegen seinen Willen. Der Rest des Briefes ist verbrannt. Aber er erwähnt das Münster und die Äbtissin. Ob sie diese Texte dort aufbewahrt hat? Seht euch um! Durchsucht jedes Zimmer! Sie müssen hier irgendwo sein! Da sind sie! Die rote Hand! Oh Herr, sei gnädig! Schweig! Hier sollte ich vor... Die rote Hand! Ich muss hier weg! Ja, und da diese Folge allerdings über eine Stunde lang gedauert hat, mache ich hier mal einen kleinen Cut und wir sehen den Rest in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.